Bitte. Der Innenminister ist am Wort, Karl Nehammer, ÖVP. Sehr geehrte Damen und Herren des Hohen Hauses, ich war richtig erstaunt, als ich gesehen habe, dass ich zur Kurzdebatte geladen bin und die FPÖ mir Gelegenheit gibt, genau das noch einmal auch zu beschreiben, was sich damals am 31.01. und auch am 6.03. zugetragen hat. Und Herr Abgeordneter Amesbauer, ich bin besonders erstaunt darüber, dass Sie eine Demonstration als harmlos bezeichnen. Das wird nachzulesen sein im Protokoll dieses Hohen Hauses. Eine Demonstration als harmlos bezeichnen, wo 4 Polizisten zum Teil schwer verletzt worden sind. Schwer verletzt worden sind. Heute ein Prozess sogar stattgefunden hat und einer der Gewalttäter verurteilt worden ist. Und eines sage ich Ihnen, Herr Abgeordneter Amesbauer, jeder verletzte Polizist ist einer zu viel. Und das Versammlungsrecht ist ein wichtiges Grundrecht. Aber es gibt niemanden das Recht, jemanden anderen anzugreifen oder zu verletzen. Und Sie sehen jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, sollten Sie es online verfolgen, die Taktik der Freiheitlichen Partei. Die Freiheitliche Partei war einst eine Verteidigerin der Polizei. 4 verletzte Polizisten sind also nichts. Der Parlamentssturm ist nachgewiesen durch die Funkprotokolle. Und was wirklich peinlich ist, Herr Abgeordneter Amesbauer, was noch peinlicher wird jetzt in Ihren Ausführungen, in der Nähe des Kriminalpolizisten und nicht des verdeckten Ermittlers, wenn Sie den Unterschied nicht kennen, können Sie den Innenminister außer Dienst Herbert Kickl fragen, der sollte es Ihnen erklären können. Die Kriminalpolizisten, die zivil ermitteln bei so einer Demonstration, die haben diesen Hinweis gegeben. Die Polizisten, denen Sie angeblich so sehr danken, die sich da in Gefahr begeben. Und wissen Sie, warum Gefahr? Weil in der Nähe des einen Kriminalpolizisten eine Hooligan-Gruppe war, die sogenannten Unsterblichen. Der Name richtet sich ohnehin von selbst. Aber das sind die Fakten, die Sie hier verschweigen, Herr Abgeordneter. Und nein, Sie werden in mir keinen Verbündeten finden, Gewalt gegen Polizei zu rechtfertigen. Bei dieser Demonstration wurden über 1.800 Anzeigen gestellt. Das war ein massiver Einsatz der Polizei, ein massiv fordernder. Er ging den ganzen Tag, ausgelöst durch ganz viele Anmeldungen, auch von Seiten der FPÖ. Und du, Herbert, hast dich damals zurückgezogen, weil du die Untersagung nicht sozusagen boykottieren wolltest. Du warst dann am Tableau der Politik am 6.3. Da ist es dann richtig zur Sache gegangen. Da ist der Innenminister außer Dienst auf die Bühne getreten und hat sich als Brandstifter betätigt. Er hat Öl ins Feuer gegossen. Das Ergebnis? Weitere verletzte Polizistinnen und Polizisten und ein schwer verletzter Unbeteiligter. Nein, Herr Kollege Amesbauer, diesen Diskurs führe ich jederzeit. Das Grund- und Versammlungsrecht ist wichtig und ist es wert zu schützen. Aber es ist nicht dazu da, missbraucht zu werden, nicht dazu da, Gewalt zu verherrlichen gegen Polizei oder zu verharmlosen. Und das muss, und da bin ich wirklich dankbar dafür, das heute mehr als das aufzeigen zu können. Bei der Demonstration, wo Herbert Kickl sich auf der Bühne gezeigt hat und die Frau Kollegin Balakowitsch war noch am Heldenplatz und hat auch noch ihres dazu beigetragen, dass die Stimmung so richtig zum Kochen gekommen ist. Damals gab es dann nach dieser und bei dieser Versammlung, die die FPÖ mitinitiiert hat, 3.200 Anzeigen, 42 Festnahmen und leider auch Festnahmen wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. So laut kann der FPÖ-Club gar nicht schreien, dass er diese Wahrheiten zur Kenntnis nehmen muss. Und jetzt zu den von Ihnen angeblich so verteidigten Polizistinnen und Polizisten. Die Polizistinnen und Polizisten des Innenministeriums mussten bisher 220.000 Überstunden leisten, weil die FPÖ meint, nicht Politik im Parlament betreiben zu müssen, sondern auch auf der Straße. Aber das, was wirklich nachdenklich stimmt und wo ich noch kein einziges kritisches Wort von Ihnen gehört habe, ist, dass diese Corona-Demonstrationen massiv missbraucht werden. Wir haben Alt-Neonazis, Neu-Neonazis, Identitäre, Hooligans und all die,
missbrauchen den Protest der Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen, dass bereits in der rechtsextremen Szene der Satz gilt, das ist die Jahrhundertchance, wir haben eine neue Möglichkeit. Ich habe nicht von Ihnen erlebt im FPÖ-Club, dass Sie genau das aufzeigen und kritisieren, wer sich da aller unter den Demonstrantinnen und Demonstranten befindet. Und es macht den Polizeieinsatz massiv schwierig, weil die Gruppe der Demonstrantinnen und Demonstranten so heterogen ist, muss mit aller Umsicht und Verhältnismäßigkeit vorgegangen werden. Das ist oft, was Bürgerinnen und Bürger verstört, dass sie sagen, warum löst die Polizei nicht einfach eine untersagte Versammlung auf? Weil das Verhältnismäßigkeitsgebot gilt. Weil es wichtig ist, dass keine Unbeteiligten zu Schade kommen. Es hat jeder Verständnis dafür, wenn die Polizei einen gewaltbereiten Renitenten 120 Kilo Hooligan am Boden bringt und festnimmt. Aber es hat niemand dann Verständnis dabei, wenn bei der Festnahme eine Frau und ein Kind zu Schaden kommt und blutüberströmt daneben stehen. Das macht diesen Dienst der Polizistinnen und Polizisten so schwierig. Und von meiner Seite aus ein großes Danke für Ihren Einsatz. Aber kommen wir zu einer Bilanz, die die FPÖ vielleicht interessiert. Denn sie lobt ja diese Demonstrationen so und vor allem auch anscheinend die Gewaltbereiten, die darunter sind. Wir haben bisher 249 Festnahmen, 17 verletzte Polizistinnen und Polizisten im Dienst, wo der Herr Abgeordnete zum Nationalrat, auf die Verfassung vereidigte Abgeordnete Amesbauer sagt, 4 oder 5 verletzte Polizisten sind ja kein Problem, da ist nichts passiert. Wir haben darüber hinaus 13.500 Anzeigen, seit die Demonstrationen unterwegs sind. Und eines sage ich Ihnen. Wissen Sie, was die Demonstrationen am besten beweisen? Am besten beweisen die Demonstrationen, der, der eine rot-weiß-rote Fahne trägt, ist noch lange kein Patriot. Denn Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Und die Liebe zu den Seinen heißt, die Schutzmaßnahmen befolgen. Auf den Abstand achten, die Schutzmaske zu tragen. Den Patriotismus, der Liebe zu den Seinen, fühlt sich das Innenministerium und die Polizistinnen und Polizisten in diesem Land verpflichtet. Der geplante Parlamentssturm sei nachgewiesen. Durch Funkprotokolle von Zivilpolizisten betont ein sichtlich erzürnter Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP. Der Innenminister außer Dienst, sagt er, er meint, Herbert Kickl sei außerdem der Brandstifter bei diesen Demonstrationen gewesen. Hier würde generell das Versammlungsrecht unter Protest der Bürger missbraucht, so Karl Nehammer, ÖVP. Und der nächste Redner am Wort kommt auch von der ÖVP, es ist Karl Mara. So, bevor ich den nächsten Redner das Wort erteile, ist so, dass natürlich die Frage der Mäßigung in der Rede für alle, auch für Bundesregierungsmitglieder, gilt. Und Herr Bundesminister, ich werde mir deshalb auch das Protokoll kommen lassen, um mir das genau anzusehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ausdruck richtig gehört habe, aber dafür gibt es Protokollführung und ich behalte mir das vor.